Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pure Farming 2018. Wir sind dabei, unser erstes Feld zu pflügen. Mal gucken, machen das mehr schlecht als recht. Hier so ein bisschen stört, sind ja die, ist ja diese doch sehr gewöhnungsbedürftige, sehr gewöhnungsbedürftige Lenkung. Also für mich als überhaupt nicht Tastaturspieler normalerweise ist das hier schon sehr, 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 sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wirklich sehr. Also wenn da nicht bald eine Unterstützung kommt für irgendwie für ein Lenkrad oder so, dann will ich das auch nicht mehr viel länger. Das kann ja noch ewig dauern. Das kann hier ja noch ewig dauern. Also ich weiß ja nicht, ob sowas heutzutage noch gibt. Aber früher gab es bei Traktoren so eine Einradlenkung, die man gerade beim Pflügen, Einradbremse meine ich, Einzelradbremse, da konnte ich dann sagen, ich bremse nur das linke Rad oder nur das rechte Rad und konnte damit dann relativ einfach schön eng wenden. Aber sowas, ich weiß gar nicht, haben Traktoren von heute sowas noch? Gibt's das noch? Kann mir das mal jemand... Hat da jemand Erfahrung mit? Ein bisschen nervig, dass man auch immer warten muss, bis da unten diese Optionen aufpoppen, bis man was machen kann. Weil... Das kostet doch nicht unerheblich Zeit. Ah, Mann, ey. Ich werde nie mit dieser Lenkung klarkommen. Nie im Leben. Niemals. Ja, also wie gesagt, früher kannte ich das bei Traktoren, da konnte man, das Bremspedal waren im Prinzip zwei Pedale, die mit so einem kleinen Riegel miteinander verbunden waren. Dadurch hat man dann immer, wenn man gedrückt hat, hat man automatisch beide Pedale gedrückt. Man konnte aber eben dann auf dem Feld
konnte man dann auch mal sagen, man möchte nur links das Rad bremsen oder rechts. Man hatte dadurch natürlich einen echt kleinen Wendekreis. Es hat alles so eine Verzögerung. Muss alles nicht sein. Nervt ein bisschen, finde ich. So, das hier dauert ewig. Ja, Leute. Es dauert und dauert und dauert und dauert. Oh, 23%. Gleich habe ich ein Viertel vom Feld. Ey, happy. Happy, happy, happy. Wo ist Cosplay? Noch die ganze Nacht am Flügen. Das war ja jetzt der größte Bullshit, den ich gemacht habe, weil ich die falsche Taste gedrückt habe. Ja, wir schauen mal.
Ja, nicht wirklich spannend, was ich euch hier zeigen kann, ne? Nicht wirklich spannend. Und ich muss sagen, tatsächlich etwas sehr ermüdend. Gut, man lernt natürlich jetzt hier wirklich die Basics, ne? Das ist natürlich schon gut. Und wenn es denn jemand tatsächlich irgendwie Helfer gibt oder so. Das ist bestimmt auch nicht. Dann weiß man trotzdem, wie es geht, ne? Also es ist, ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man die Grundlagen natürlich beherrscht. Ich hoffe ja, dass es dann irgendwann mal Helfer gibt. Dass man einfach mal sagen kann, hier, pass mal auf, du fließt jetzt mal das Feld. Ich meine sowas, ne, auch Aussehen und so, in Alice, lasse ich alles irgendwie Cosplay machen. Oder irgendwelche Helfer. So. Jetzt muss ich bloß erstmal zusehen, wo ich den Sprit herkriege. So. Wo finde ich das raus? Enzyklopädie, Felder... Fahrzeuge. Traktoren. Ja, will ich aber ja gar nicht. Will auch nichts kaufen. Ich möchte eigentlich eher wissen, wo kann ich denn tanken? Tankstelle 1. Ist die einzige? Ne, aber die nächste von hier. Okay, dann fahren wir da mal hin. Ich meine, da konnte ich doch auch darum fahren. Fahren wir einfach mal hier querfeld ein. Wofür haben wir einen Trecker? Nicht wahr? So.
Ja, ich möchte den Benzintank auffüllen. Einmal auftanken, bitte. So, was soll das Fragezeichen da vorne? Achso, das ist ein Bauer, der Hilfe braucht. Ja, nee, wollen wir ja nicht. So nett sind wir ja nicht. Oh Mann. Hey. Wenn es euch genauso langweilig war wie mir, dann hinterlasst mir ein Like. Hinterlasst mir einen Kommentar. Abonniert mich, würde mich freuen. Guckt auch gerne, wenn euch LS17 interessiert, in meine LS17 Let's Plays rein. Ja. Was soll ich sagen? Über ein Abo würde ich mich freuen. Guckt auch gerne bei mir bei Facebook vorbei. Friesenjung13 heiße ich da. Oder auf meiner Website friesenjung13.de. Und in diesem Sinne sage ich dann mal ciao.